Change sind Veränderungen, die uns umgeben. Das sind Veränderungen auf der betrieblichen Ebene, in der gesellschaftlichen Ebene, der privaten Ebene. Die gab es schon immer, das ist nichts Neues. Was aber für uns Neues ist und eine Herausforderung, ist die Schnelligkeit dieser Veränderungen. Es ist nicht die Frage, ob, sondern wie mit Veränderungen umgegangen wird. Und das gilt für Führungskräfte genauso wie für Mitarbeiter. Wieso krempelt der neue Chef jetzt alles um? Das haben wir schon immer so gemacht. Ich? Mich ändern? Warum? Bei Veränderungen reagieren die meisten Menschen automatisch mit Widerstand oder Ängste, je nachdem, wie viel uns diese Veränderung betrifft und wie viel es bedeutet, dass wir unsere Gewohnheiten und unsere Einstellungen ändern müssen. Führung sollte mitarbeiterorientiert sein, das heißt kompetenzorientiert, altersunabhängig, lebens- und bedürfnisorientiert und das am besten alles gleichzeitig. Blick nach vorne. Motivationsfähigkeit. Kommunikationsfähigkeit. Umgang mit Konflikten. Durchhaltevermögen. Klar ist, dass heutzutage andere Kompetenzen gefordert werden als in der Vergangenheit. Die Führung muss sich entsprechend ein Stück weit auch anpassen. Das heißt, es gilt nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die persönliche Kompetenz, um das Team durch Veränderungen begleiten zu können. All das ist wichtig, um in der digitalisierten Arbeitswelt 4.0 bestehen zu können. Und darauf gilt es, die Führungskräfte vorzubereiten. Also wegen der vielen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, brauchen wir umso mehr eine Vision. Wir brauchen einen Leuchtturm am Horizont, der uns zeigt, wohin die Reise geht und wohin wir wollen, dass sie geht. Change kann auch als Chance betrachtet werden, wenn der Blick nach vorne geht. Veränderungen brauchen uns keine Angst zu machen. Wir können uns dafür stärken.